Hallo meine Lieben, wir stehen im Münchner Westen auf der Straße und fragen uns, wer oder was ist ein Museus? Ist es der Erfinder des Museums? Nein, es ist ein Autor und zwar ein Aufklärer. Ja, erstaunlich. Ich habe mein Germanistikstudium geschafft, ohne je von dem Mann gehört zu haben. Er hat Mitte des 18. Jahrhunderts in Weimar gelebt. Das ist er, Johann Karl August Musäus. Ich finde, wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Er war bekannt für seine Satiren, er hat auch Romane geschrieben und vor allem für seine Sammlung von Volksmärchen. Ja, es haben Menschen vor den Brüdern Grimm Volksmärchen veröffentlicht, sogar sehr gute, zu Unrecht vergessene. Und möglicherweise wird davon demnächst mal etwas hier im Kanal zu hören sein. Noch ein Blick in die beschauliche Museumsstraße und euch noch einen schönen Tag. Tschüss!